Dr. Francine Shapiro, psychologische Psychotherapeutin aus Kalifornien, Entdeckerin und Entwicklerin der EMDR-Methode. Die Wirksamkeit von EMDR bei Traumafolgestörungen wie der posttraumatischen Belastungsstörung ist mittlerweile wissenschaftlich in über 20 kontrollierten Studien gut belegt und wird unter anderem von der WHO anerkannt. Dr. Arne Hofmann, Facharzt für innere und psychosomatische Medizin, der 1991 die EMDR-Methode nach Deutschland brachte und heute das einzige von Dr. Shapiro autorisierte EMDR-Institut in Deutschland leitet. Das Interview fand auf der Konferenz für EMDR Europa in Edinburgh im Juni 2014 statt, an der über 1000 Therapeuten aus ganz Europa teilnahmen. Francine, du hast eine der effektivsten Psychotherapiemethoden, die es derzeit auf der Welt gibt, begründet. Wofür steht EMDR und wie hast du diese Methode entwickelt? EMDR ist der englische Begriff für Desensibilisierung und Reprozessieren mit Augenbewegungen. Ein seltsamer Begriff. Deshalb wird es international EMDR-Therapie genannt. Es basiert auf der Erkenntnis, dass unsere Erinnerungen die Grundlage von allen möglichen psychischen Störungen sind. Und das Besondere daran ist, dass wir mit Augenbewegungen arbeiten. Ja, und so habe ich diese Methode entwickelt. Eines Tages ging ich im Park spazieren und merkte, dass einige Gedanken, die mich beunruhigt hatten, auf einmal verschwunden waren. Und als ich versuchte, mich daran zu erinnern, war es auf einmal nicht mehr so schlimm, daran zu denken. Normalerweise muss man ja etwas tun, damit solche Gefühle verschwinden, aber ich hatte ja eigentlich nichts Besonderes getan. Und deshalb beobachtete ich genauer, was hier passierte. Und dann fiel mir auf, dass meine Augen sich ganz schnell bewegt hatten. Und als ich wieder in mein Gefühl hineinspürte, war es nicht mehr so belastend wie vorher. Dann habe ich mir gesagt, oh, das ist interessant. Ich will herausfinden, ob es auch funktioniert, wenn ich es extra mache. Und wieder habe ich meine Augen genauso bewegt. Und tatsächlich, meine Erinnerungen und Empfindungen waren auf einmal nicht mehr so schlimm. Dann wollte ich natürlich herausfinden, ob es auch mit anderen Menschen genauso funktionieren würde. Also begann ich es an jedem, den ich finden konnte, auszuprobieren. Und es war wirklich genauso. Diese schlimmen Gefühle, die sie hatten, die Ängste, die da waren, wurden weniger oder waren auf einmal ganz verschwunden. So habe ich mit der Zeit diese Methode entwickelt, um die Arbeit mit den Augenbewegungen noch effektiver zu machen. Und auch randomisierte, kontrollierte Studien durchgeführt. So hat alles vor 25 Jahren begonnen. Liebe Francine, aus deiner Erfahrung heraus, welche besonderen Vorteile bietet EMDR gegenüber anderen Methoden? Nun, EMDR gibt uns die Möglichkeit, die Ursache der psychischen Störungen zu bearbeiten. Wenn jemand in einer Depression ist oder Ängste hat oder zu schnell aus der Haut fährt, Beziehungsprobleme hat oder jemand, der unter geringem Selbstwertgefühl leidet, wie ich bin nicht gut genug oder ich bin hilflos. Was auch immer, wir sind dann in der Lage, die frühen Erinnerungen, die diesen Gefühlen zugrunde liegen, herauszufinden. Die sind ja physisch im Gehirn abgespeichert. Und an die können wir herankommen und dann sehr schnell mit der Person verarbeiten. Der Klient muss eben nicht im Detail über seine Erinnerungen sprechen. Studien haben gezeigt, dass wenn jemand eine posttraumatische Belastungsstörung hat, sei es aus der Kindheit oder aus einem Vorfall im Erwachsenenalter, reichen 3 1,5-stündige Sitzungen mit einem Therapeuten aus, um 84% der Probleme für den Klienten direkt zu lösen. Ohne dass der Betreffende darüber im Detail sprechen muss oder selbst Übungen durchführt. Er braucht nur für diese kurze Zeit mit einem EMDR-Therapeuten zu arbeiten. Just being with a therapist for that short amount of time.